Guten Morgen. Viele von uns haben Ideen. Jeder von uns hat Ideen. Aber oftmals setzen wir diese Ideen nicht in die Realität um. Warum das so ist, das möchte ich euch heute zeigen und auch Wege aufzeigen, indem ihr heute bewusst wahrnehmt, wie das funktioniert, dieser ganze Kreislauf mit den Ideen und mit der Umsetzung, auch dazu animieren, Ideen eventuell umzusetzen und in den Bereich Neuland vorzudringen. Also, es geht los. Wir haben eine Idee. Jeder von uns hat Ideen. Eine Idee. Das kann beruflich sein, das kann Hobby sein, das kann auf allen möglichen Bereichen eures Lebens zutreffen, dass ihr da eine Idee habt. Also, wie geht man damit um? Zum einen kommt, das ist immer bei einer Idee so, eine gewisse Euphorie. Das ist das Erste. Ihr habt die Idee im Kopf und dann entsteht ein Gefühl, eine Emotion und das ist die Euphorie. Die hat jeder. Die Euphorie. Und das ist erstmal der erste Punkt. Ihr habt die Euphorie. Und innerhalb dieser Euphorie entsteht in euch auch eine Energie. Diese Euphorie, man kann auch sagen, ist die Energie oder es entsteht aus den Emotionen eine Energie. Das ist genau das, wenn ihr noch gar nicht nachgedacht habt, sondern wenn ihr einfach die Idee gehabt habt, ihr euch an der Idee erfreut und dann sagt, ja, ich will das machen. Das ist eine Energie, die ihr in euch spürt, eine Aktivierungsenergie sozusagen. Und das ist genau das, was dann folgt. Aus der Euphorie kommt die Energie. Das ist so bei fast jedem Menschen ungefähr der gleiche Ablauf. Und ja, und diese Energie, die ihr dann in euch spürt, das ist etwas für die meisten Menschen sehr Kostbares, weil es eben nicht alltäglich ist, dass man die Energie hat, etwas Neues zu tun, eine Idee umzusetzen. Und deswegen ist diese Energie etwas sehr, sehr Kostbares. Diese Energie hier, die ist wirklich, man kann es gar nicht sagen, wie kostbar sie ist, aber das ist so eine Sache. Ich schreibe einfach mal kostbar dran, die wirklich uns nicht allzu häufig in unserem Leben widerfährt, dass wir ja von scheinbar aus dem Nichts heraus etwas ändern können, eine Kraft in uns spüren. Und diese Energie ist auch eine natürliche Energie, die, denn wir selber, wir haben diese nicht irgendwie bewusst, also die Idee, die ist ja oftmals einfach so zu uns gekommen, wir haben die nicht irgendwie bewusst aktiviert, sondern die Idee ist zu uns gekommen, es ist ein natürlicher Prozess. Also ist nicht nur kostbar, sondern das ist auch ein natürlicher Prozess. Ich schreibe einfach mal Natur dran. So, also diese Energie, die uns jetzt zur Verfügung steht, das ist das, was sich aus der Idee, der Emotion, der Euphorie entwickelt hat. Diese Energie steht uns dann zur Verfügung. Und das ist ein Prozess, ich wiederhole mich gerne, das ist bei jedem gleich. So. Und dann kommt meistens die andere Seite. Wir setzen unser Verstand ein. Und dann kommen die Zweifel. Wir denken darüber nach. Wir denken über unsere Idee nach. Und da gibt es Zweifel, die im Innen liegen und da gibt es Zweifel, die im Außen liegen. Was sind Zweifel, die im Innen liegen? Was sind Zweifel, die im Innen liegen, in uns? Das ist ein Zweifel, dass eine gewisse Unsicherheit hochkommt. Und auch die fehlende Erfahrung, die man vielleicht mit der Idee zusammen hat. Denn wenn wir in irgendeinem Bereich noch keine Erfahrung haben, dann fühlen wir uns unsicher. Und dann kommt was, naja, vielleicht sollte ich lieber bei dem Althergebrachten bleiben. Und das ist also diese innere, das hat gesagt, diese fehlende Erfahrung, und auch damit verbunden oder auch aus anderen Gründen heraus eine Unsicherheit.
Das ist halt das, was von innen so die ersten Zweifel sind, die kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Zweifel, die von außen kommen. Wird das eigentlich jetzt so geschrieben nach einer Rechtschreibreform mit Doppel-S oder wird das mit SZ geschrieben? Auf jeden Fall, ja, von außen. Das heißt, dass keine Unsicherheit, keine Zweifel, die sozusagen aus uns herauskommt, sondern die von außen an uns herangetragen werden. Dann sagen andere, hey, das, ob das funktioniert? Na, ich weiß nicht. Und da gibt's verschiedene Gründe, warum das sein kann. Also da kann auf jeden Fall ein Grund sein, Neid, Missgunst. Denn wenn ihr euch eine Idee vortragt, die euch euphorisiert, die euch in einen Zustand überführt, der positiv ist und der euch eure Lebensqualität steigert, dann ist es ganz häufig leider so bei Menschen heutzutage, dass diese neidisch sind, weil sie sich sofort mit sich vergleichen. Sie können sich gar nicht mehr freuen an der Lust, an der Glückseligkeit anderer Menschen. Und dann kommt dann so ein Zweifel von außen. Nee, du schaffst das sowieso nicht. Vielleicht kennt ihr das. Ihr habt eine total tolle Idee. Geht zu eurer Familie, zu Freunden, sagt, hey, ich habe eine Idee. Ich möchte das und das und das machen. Und dann kommt der andere Mensch und sagt, na, das funktioniert nicht. Du hast das nicht beachtet, das nicht beachtet und du schaffst es ja sowieso nicht. Also Neid und Missgunst von außen ist auch ein Zweifel, der sozusagen dann natürlich auch auf euch wirkt. Und das wäre schon schlimm genug, dieser Innenzweifel, wenn dieser da wäre, wenn das sozusagen, also das, was in unserem Gehirn produziert wird, aufgrund unserer fehlenden Erfahrungen, ist vegan wirklich gesund? Na, ich weiß nicht so. Und wenn man es aber dann ausprobieren würde oder wenn man verschiedene Sachen einfach umsetzen würde, einen neuen Beruf oder sowas, dann könnte man neue Erfahrungen sammeln und dann wäre das schon schwer genug für die meisten Menschen. Aber dann, wenn man im Außen noch den Zweifel hat, da ja, ist das große Problem, dass dann, und jetzt trennt sich so ein bisschen, ja, will ich sagen, die Spreu vom Weizen, aber es trennt sich so die Menschen. Ja, man hat diese Energie, die ist gekommen. So, dann, und das ist reiner Prozess, der aus der Natur heraus entstanden ist. Das hier ist ein absolut natürlicher Prozess. Ist eine Idee, die ist irgendwie zu uns gekommen. Bums, wir haben plötzlich eine Idee, wir wissen nicht, woher die gekommen ist. Dann eine Euphorie, eine Emotion, sagen, ja, die Idee, tolle Idee. Man hat die Energie, die daraus kommt. Ich will das machen. Alles ein natürlicher Prozess und ja, ein kostbarer natürlicher Prozess. Und dann setzt der Verstand ein. Hier, das hier, das ist der Verstand. Da kommt der Zweifel von innen und außen, dann denkt man drüber nach. So. Und dann ist es oft so, dass durch dieses ganze Nachdenken, diese Energie, die man hat, dafür verwendet wird. Man denkt nach. Das kostet auch Energie. Und die Energie, die man gehabt hat, die nutzt man, um nachzudenken. Und dann verfilzt man sich so in das Denken eben rein, dass man keine Energie irgendwann hat. Ich mache jetzt wieder das. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe keine Energie, etwas umzusetzen, diese Idee umzusetzen. Und das ist schade. Das ist schade. Denn wenn man hier, ein Punkt aus dem inneren Zweifel ist die Erfahrung, wenn man gar nicht erst nachdenken würde, sondern direkt die Energie hier nutzen würde, um Erfahrungen zu sammeln. Und da sind wir bei dem großen Punkt Erfahrungen. Ja? Ein ganz wichtiger Punkt. Warum ist das ein ganz wichtiger Punkt? Das habe ich euch gerade gesagt. Weil durch die Erfahrungen ihr den inneren Zweifel in erster Instanz mindern könnt. Weil umso mehr Erfahrungen ihr habt, umso mehr werdet ihr realisieren, dass es sehr, sehr wichtig ist, Ideen sofort umzusetzen. Denn selbst wenn irgendetwas nicht funktioniert, lernt ihr daraus. Ihr sammelt wichtige Erfahrungen und könnt viel, viel schneller und intuitiver, natürlicher entscheiden. Meine persönliche Geschichte ist voll von Ideen und umgesetzten Ideen, wo alle Leute gesagt haben, das funktioniert sowieso nicht. Also, kurzer Abriss. Was war ich? Ich war Flirtcoach. 8 Jahre lang. Hab ein Buch dazu geschrieben. Hab davon gelebt, vom Flirtcoaching. Jeder hat gesagt, am Anfang im Gewerbeamt, Flirtcoach, was ist das? Das gibt's nicht. Und so, jeder hat gesagt, das funktioniert nicht. Doch, Anzeigen geschaltet und wirklich
weil es einfach meine Passion zum damaligen Zeitpunkt gewesen ist und das umgesetzt. Und es hat funktioniert. So, danach, ja, andere Sache. Online-Poker. Für die meisten ein Spiel und ja, kann man da kein Geld verdienen mit Poker. Das ist doch Spielsucht und so weiter, was ja alles korrekt ist. Ne? Also Poker, die Spielsucht, das hatte ich ja schon in einem anderen Video thematisiert, ist natürlich eine Gefahr. Aber du kannst natürlich im Online-Poker dauerhaft Geld verdienen. Sicher dauerhaft Geld verdienen. Weil das ist, kommt auf die Pokerform drauf an. Das ist eine reine Mathematik. Und alle gesagt, nein, ist nicht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht. Und weiter geht's. YouTube. Ha? Ist gar nicht so lange her. Ihr kennt vielleicht noch die Videos mit meinen Business Updates. Ha? Ich habe ja gesagt, mal schauen, ob man mit YouTube seine Existenz sichern kann. Und habe euch das gezeigt. Business Updates, glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre ging das. Und ja, auch mit YouTube habe ich es geschafft, sozusagen meine Existenz zu sichern. Das sind jetzt Erfahrungen im Bereich Beruf, Tätigkeit. Aber so habe ich Erfahrungen gesammelt und jetzt kommt kein Zweifel mehr von Ihnen. Wenn ich eine Idee habe, dann will der hier drauf zugreifen, das Denken und auf die Erfahrung und dann sage ich, brauche ich gar nicht nachdenken. Hier, ich habe Erfahrungen gemacht. Alle Menschen gesagt, das funktioniert nicht. Flirtcoach, Unsinn. Poker, Unsinn. YouTube, Unsinn. Und ich habe es trotzdem gemacht und trotzdem bei jeder dieser Formen habe ich es geschafft, meine Existenz zu sichern und das dann entsprechend ausgebaut, bis ich die nächste Idee hatte. Und dann habe ich nicht gesagt, hey, ich verliere jetzt das, was ich habe, die Connections, das Geld oder was auch immer, sondern ich habe einfach gesagt, ich folge dieser Idee und sammle neue Erfahrungen, weil das ist Leben. Das ist dieser natürliche Prozess, dass das ein Kreislauf ist. Ideen kommen Euphorie, die Natur, dieser kostbare Prozess und der führt zu neuen Ideen. Und dann wird irgendwann, und das ist der Punkt, warum ich immer sage, legt euren Verstand auch mal beiseite. Dann wird er gar nicht mehr kommen, der Zweifel. Dann wird er gar nicht mehr kommen, weil ihr diese innere, diese Erfahrung und diese Unsicherheit, die habt ihr nicht mehr. Und von außen, dann müsst ihr euch entsprechend euer Umfeld ein bisschen anders gestalten. Und Leute, die ständig negativ sind und die ständig nur zweifeln, die müsst ihr entweder meiden oder ihr werdet transzendent. Ihr hört euch das an und entwickelt vielleicht ein Mitgefühl für die Menschen, dass sie in ihren Sachen stecken bleiben, dass sie ihre Ideen nicht umsetzen, dass sie ihr ganzes Leben lang ganz einförmig linear leben und all die tollen Ideen, die sie gehabt haben, die, Mann, ich bin kreativ, ich hätte gern mal was geschrieben oder ich wäre gern mal gereist, was auch immer, dass sie nicht umgesetzt haben, entwickelt ein ehrliches Mitgefühl, kein Mitleid, ein ehrliches Mitgefühl. So, und dann könnt ihr das auch streichen. Und dann kommt ihr eben zu dem Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Dann kommt der Weg. Wenn ihr das hier ausgestrichen habt quasi, dann kommt der Weg. Das ist es dann. Das ist dann die Umsetzung. Das ist dann wirklich die Umsetzung. Und dieser Weg ist auch, und das muss man sagen, viel mit Verzicht verbunden. Viel mit Verzicht auf anderen Ebenen. Aber wenn ihr diese Energie spürt und die nicht verschwendet an euren Verstand, sondern wenn ihr diese Energie, die ihr habt, direkt in diesen Weg reinplautzt, dann braucht ihr zum einen nicht so viel Geld. Dann seid ihr bereit, 24 Stunden am Tag zu arbeiten. Und ihr seid vollends Feuer und Flamme für diese Idee und ihr steckt alles da rein. Egal, was ihr irgendwo an Energie noch irgendwo herkramen könnt, ihr steckt die dort rein und ihr verfolgt euer Ziel. Und wenn ihr das tut, dann könnt ihr sicher sein, dass selbst wenn ihr scheitert, ihr alles getan habt dafür und dann entwickelt sich in euch kein Gefühl mit, boah, irgendwie schlecht, sondern ich habe alles probiert und es hat halt nicht sollen sein, es hat nicht geklappt, ich konnte nicht mehr geben, ich habe meine ganze Energie da reingesteckt und dann ist gut. Und wenn ihr natürlich dann diesen Weg geht und die Idee, die ihr realisiert, bringt euch Zufriedenheit. Es muss ja nicht immer im finanziellen Bereich liegen, im Bereich Beruf, das kann ja auch im Bereich der Liebe oder des Hobbys kann das liegen, dann ist es natürlich noch besser, ohne Frage. Also das sind so diese Kreisläufe, die ganz einfach mal dargestellt in uns allen ablaufen. Und vielleicht hilft euch das, gerade wenn es jetzt so ein bisschen visualisiert ist, wenn ihr das nächste Mal eine Idee habt oder vielleicht aktuell eine Idee habt, dass ihr hier könnt ihr ansetzen, dass ihr das in irgendeiner Weise ja, zu den Akten legen könnt, beziehungsweise besser angehen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, auch gerne
die Art und Weise, dass ich mal wieder mit der Tafel gearbeitet habe, dann lasst mir einen Kommentar nach unten da. Lasst mir unten einen Kommentar da und genau. Und ja, darum würde ich mich auch immer freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ciao.